Hi, und willkommen zu meinem Video. Ja, wie versprochen kommt jetzt die Geschichte zu meinem Fernseher. Also, vor ein paar Wochen war es dann so, dass mit meiner Oma, das ist wichtig für die Vorgeschichte, die hat einen Vodafone-Vertrag und Vodafone hat bei allen Kunden einfach die Sender umgestellt. Und dann war bei meiner Oma nichts mehr fernsehtechnisch machbar. Oder auch radiotechnisch. Und deswegen musste der Radio-Fernsehtechniker unseres Vertrauens früher zu uns kommen. Und in dem Zuge haben wir dann zum einen die Teppiche verlegt, damit das dann einfach und auch die Kommode verschoben, damit das gemacht ist, damit der Fernseher dann einfach nur noch draufgestellt werden muss. Und ja, dann haben wir auf den Techniker gewartet und dann an dem Tag, als er dann da war, hat er dann für uns, für mich, den Fernseher aufgebaut. Und dann da hinten, hinter mir jetzt, ist die Fernsehbox und das Fernsehkabel läuft durch den ganzen Einbauschrank. Hinten durch, dann durch einen Kabelschonkanal, der da ist, damit wenn Hunde oder so, dass die keine Kabel kauen. Und dann direkt in den Fernseher rein. Und das war eigentlich so an sich die perfekte Lösung. War voll happy, weil da ja eine Fernsehdose ist. Und dann war ich so nach dem Motto, ja gut, funktioniert, Geschichte abgeschlossen. Nur noch den Fernseher aufstellen, reinstecken und ja. Nee, bei meinem Glück ist es nicht so gelaufen. Es war wie folgt. Also der Fernsehtechniker hat den Fernseher aufgebaut, was auch schon wohl schwierig war, weil anscheinend sind Fernseher von anderen Marken für ihn nicht so einfach. Er ist ein Panasonic, er bevorzugt Panasonic. Und da ein Bekannter auch von uns ist, haben wir halt ihn gefragt. Und ja, auf jeden Fall war es dann so, dass wir dann den Sendersuchlauf haben gestartet und es kam nichts. Aber nochmal ein Sendersuchlauf gestartet, es kam wieder nichts. Dann haben wir irgendwann das Internet angeschlossen. Oh mein Gott, ich muss noch mein. Oh ja. Ja, das erzähle ich euch auch noch gleich, was dieses Oh ja war. Dann haben wir auf jeden Fall nochmal nochmal einen Suchlauf gemacht und es ging immer noch nichts. Und dann war so die Frage, ob die Box wohl funktioniert, die da hinten ist, oder ob die nicht funktioniert, weil kann ja sein, dass die einfach im Prinzip nicht geht. Und dann haben wir auf jeden Fall das Internetkabel angeschlossen und dann haben wir hier auch das Internet, das jetzt gerade überall liegt, aber nicht da, wo es sein sollte, aber ja, da haben wir das dann auch noch geprüft. Und Internetfernsehen funktioniert, aber halt übers Netzkabel, also übers Kabel noch nie. Und ja, also voraussichtlich, das ist jetzt noch ein größeres Zukunftsprojekt, werde ich dann ein Fernsehkabel kaufen müssen. Das ist dann so 20 Meter vielleicht, vielleicht auch 25, aber das muss ich nochmal genauer nachrechnen. Das muss dann von da, weil da endet das weiße Kabel nach da, dann muss es da, dann muss es durch die Tür, dann muss es einmal hinter dem neuen Schrank durch, hinter den ganzen Eck am Fernseher, dann muss es hinter meinem jetzigen Schreibtisch durch, dann muss es hinter dem Bett durch und dann hinter dem Bett kommt es dann in die Fernsehbüchse, die dort ist, weil da habe ich ja eine, damit es dann über dieses Kabel dann Fernsehen in diesem Zimmer möglich ist. Und durch die Tür, aber da kommt bald ein Loch rein, damit LAN-Kabel und so alles dann besser liegt und so. Aber ja. Ja, das ist dann auch nochmal so ein kleiner Kabelverleg-Act und ich muss auch noch das Kabel kaufen. Aber für den Moment, also jetzt gerade, habe ich Magenta TV abgeschlossen, inklusive Netflix, RTL Plus und Disney Plus. Weil ich gesagt habe, ja, ich brauche irgendwie Fernsehmöglichkeit und die Streamingdienste, wenn ich die alleine buche, kostet es so viel wie das Magenta TV und da spare ich mir immer noch viel Geld und ja,
Und im Moment, die ersten 6 Monate, ist es sowieso kostenfrei gerade. Und von daher sage ich einfach mal, ich habe keinen Verlust. Und deswegen probiere ich es jetzt einfach erstmal. Ja. Und das muss ich jetzt aber noch irgendwann die Tage oder so mal auf dem Fernseher auch aktivieren. Aber ich muss zugeben, die letzte Zeit war das jetzt nicht meine größte Priorität. Und da habe ich jetzt erstmal nur die Streaming-Dienste genossen und habe damit viel gemacht. Und ja. Gut. Ich glaube, dann habe ich jetzt gerade erstmal gar nichts mehr so zu erzählen über diese, über das Fernsehding. Aber auf jeden Fall. Da muss noch ein Kabel verlegt werden und dann wird wahrscheinlich der Fernseher auch funktionieren. Aber wie das dann ist, da halte ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und ja, Gott, es ist noch so viel zu tun. Das nächste ist jetzt dann der Schreibtisch mitunter, den dann meine Mom und ich ohne Hilfe aufbauen sollen. Und das wird auch schon spannend. Und ja, mal sehen. Aber ich muss zugeben, ich kann mir vorstellen, dass ich mir da jetzt erstmal ein bisschen Zeit lasse, weil, wie gesagt, ich weiß gerade nicht, wie das die nächsten, wie ich es dann machen will. Aber ich muss auf jeden Fall, wenn ich das so mache, dass Leo und ich hier langfristig hier einziehen, dass ich dann erstmal brauche ich auf jeden Fall einen Teppich, nämlich einen, wo Leo draufstehen kann, damit mein schöner neuer grauer Teppich nicht dreckig wird. Oder zumindest nicht ganz so dreckig. Naja, gut. Das war alles. Ich werde jetzt mich ausruhen, weil Reden ist immer noch anstrengend. Aber ich wollte diese Videos auf jeden Fall gedreht haben, damit ihr auch im Mai oder März, Januar, Februar, März, dass ihr auch im März noch was von mir zu sehen bekommt. Und ja. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr auch schon mal so Probleme gehabt habt mit einer Fernsehbüchse. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an bell.redmeinoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss. Ja, die neue Fernbedienung ist auch spannend. Ich habe hier eine neue Fernbedienung, die hier das Ding aus- und anmachen kann. Und ja, die funktioniert auch so semi.